Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch den Triebwagen 5047057 beim Verschrottungshändler in Floridsdorf zeigen. Dort habe ich ihn am 26. Oktober besucht, um ihm quasi seine letzte Ehre zu erweisen, bevor er dann verschrottet wird. Dort habe ich ihn auch nochmal gut fotografieren können, was mich sehr erfreut hat, dass ich ihn nochmal sehe, bevor es ihn dann nicht mehr gibt. Der Triebwagen hatte am 30. September einen Unfall zwischen Gänserdorf und Macheck in der Gemeinde Weiden. Dort kollidierte der Zug mit einem LKW und brach dann in Flammen aus. Der Zug wurde dann von der Feuerwehr gelöscht und dann später mit einem Hilfszug nach Floridsdorf transportiert, wo er jetzt zu sehen ist. Ja, und jetzt besuche ich den Triebwagen und zeige euch noch ein bisschen mehr dazu. Ja, hier sehen wir einen alten, verschrotteten, fast verschrotteten 5047. 057. Steht hier schon beim Verschrottungsunternehmen in Floridsdorf. Ist bei einem Unfall abgebrannt. Und wird jetzt hier auf die Verschrottung warten. Den habe ich heute besucht. Wenn ihr den besuchen wollt, der steht in Floridsdorf beim Scholz. Da könnt ihr ihn noch besuchen. Ich weiß aber nicht, wie lange hier noch stehen wird. Ja, rein kann ich leider nicht, weil hier alles verkettet ist. Da kann man leider nicht rein. Aber ich glaube, wenn man anruft, kann man eventuell zu ihm gehen und auch noch alte Teile mitnehmen, weil der hintere Teil, zu dem man leider nicht so gut hinsieht, ist eigentlich noch ganz gut intakt. Da kann man sicher noch einige Teile mitnehmen. Da ist auch noch die Tür intakt. Könnte man die Türschnalle mitnehmen oder solche Sachen. Wäre echt interessant. Ja, irgendwie ist dieser Anblick sehr traurig, aber ich habe diesen Triebwagen auch im Zuge meines Fotomarathons mit Fotografieren aller 5047 Triebwagen auch nochmal in besseren Zeiten fotografieren können. Hier sehen wir ihn von beiden Seiten im Wiener Neustadt Hauptbahnhof am 23.08.2019. Das ist aber leider meine einzigen beiden Fotos, die ich noch von ihm habe. Ja, zum Abschluss dieses etwas traurigeren Videos bleibt mir nur noch zu sagen, danke lieber 5047er für deine braven Dienste, die du uns erwiesen hast. Und mach's gut. Ja, bei euch möchte ich auch verabschieden. Macht's gut, auf Wiedersehen.